Hallo Leute, Murphy hier und wir spielen weiter Amnesia, The Dark Descent. Und ich muss erstmal überlegen, wo der Raum mit den ganzen Chemikalien war. Warte mal, das könnten wir doch. Nee, das war's nicht, dann war's das. Ja, da ist er doch ins Labor und das Labor war meines Erachtens da unten. Da drinnen. Er setzte sich bei der Kasper nieder und rang nach Luft. Schweiß tropfte von seiner Stirn auf dem sandbedeckten Boden. Okay. Das wird uns wohl hier erwarten. Da ist der Raum. Hatten wir hier nicht überall Lichter angemacht? Doch, hatten wir. Ging es denn hier gleich nochmal? Hatten wir hier schon mal reingeguckt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Scheint so. Ah, stimmt, das war das. Ja. Okay. So. So, ich glaube. Nein, das war das Falsche. Okay. Okay. Ach so. Gefällt mir noch nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. Ist nur die Frage, er ist mit Säure gefüllt. Schön. Was mache ich damit jetzt? Mementos. Okay. Am besten wir gehen dann erstmal wieder raus, oder? Könnte man das jetzt nochmal darunter stellen? Vermutlich nicht, oder? Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier ganz schnell wieder raus. Oder auch nicht. Die Treppen sind eingestürzt. Finde einen Weg, um zurückzuklettern. Stand das? Zurückzuklettern, okay. Das ist jetzt eine gute Frage. Stimmt, hier ist ja nirgendwo. Ah, verdammt. Nochmal mit. Ja, es war aber einfach. Aber gleich tut's weh. Nach einem dreitägigen Aufenthalt im Algerien wurde schließlich ein Segelboot arrangiert, das ihn über das Mittelmeer nach Gibraltar bringen sollte. Als er britische Terroristen überreichte, musste er noch eine Kabine auf der SR-Tunesia nach London reserviert werden. Schön, dass ich diesmal den Text Ende lesen konnte. Ah.
Okay. Es gibt, glaube ich, jetzt nur noch einen Weg, oder? Den hier. Oder auch nicht. Was ist denn dann? Alle anderen Wege sind meines Erachtens... Hinten kann ich mir das nicht vorstellen. Kann es mir nicht vorstellen, oder? Ne, sag ich ja. Weil doch, es gibt noch einen einzigen Weg, meines Wissens. Nicht den. Der letzte ist nämlich hin. Da unten sind nämlich alle voll. Also es gibt rein theoretisch dann nur noch den Weg, oder? Wobei, nee, eigentlich auch nicht. Oder? Nee, da, ich hab das, was ich brauchte, hatte ich, glaube ich, aus dem anderen Raum. Glaube ich. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ach, das ist der Raum. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo ich das jetzt noch gebrauchen könnte. Hier bin ich doch das beim ersten Mal reingefallen, oder? Bin dann hier nicht mehr weggekommen. Also musste anders gehen. Oder nicht? Das war doch hier. Ja, es war hier. Aber wenn ich hier nicht mehr hin muss, wo muss ich denn dann? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss, ehrlich gesagt. Die Steinplatte schien undurchdringlich, als könnte sie nie wieder bewegt werden. Autsch. Keine Mementos-Tagebücher? Nee. Notizen. Ne, hier steht auch nichts. Verdammt. Muss ich vielleicht nochmal anfangen? So, da unten will ich persönlich nicht mehr rein. Was sollte ich denn nochmal am Anfang? Ich glaube, da ist es nämlich auch so rot. Ne, hier ist es noch normal. Die Frage ist wirklich, ob ich dahin muss oder woanders hin.
Aha. Ich könnte zwar noch mal rechts vielleicht lang, aber nee. Komm da gar nicht mehr hin. Jetzt wird die Frage, wo muss ich dann hin? Rein theoretisch ja da runter dann. Hm. Ah, geht doch auf. Und hier muss ich vermutlich, richtig? Sag ich doch. War ich doch richtig. Okay. Fällt mir aber nicht. Raffinerie. Na okay. Der Sandkamp unter seinen schwachen Körper nach, als er vom Kamelrücken fiel, er fühlte, wie der Wind sanft über sein Gesicht und sein trockenen Lippen fließt. Das Problem ist nur, wir haben weder Öl, noch haben wir irgendwas, um die Fackeln anzumachen. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason for the darkness, that is? Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Und also ich muss jetzt hier ohne Fackeln durchkommen irgendwie. Ich brauche wirklich Licht. Kann ich hier nicht irgendwo vielleicht mal wieder eine Fackel herbekommen oder so? Ich brauche irgendwo eine Fackel her, das wäre gut. Jetzt mal hier rein und hoffen, dass hier irgendwo was ist. Toll, ein Öl alleine bringt mir nicht viel. Das hält auch nicht sehr lange. Daniels Tagebuch, die Rückkehr. 22. Juni 1839. Mein letzter Eintrag ist schon mehr als einen Monat her. Nach den Ereignissen in der unterirdischen Kammer in Algerien bestand Professor Herbert auf meine Rückreise nach England. Er sagte, er wolle nicht die ganze Expedition riskieren, damit ich alles vermassle. Im Nachhinein eine übertriebene... Leck mich. Und was ist hier aber gerade? Im Nachhinein eine übertriebene Entscheidung, aber ich bin froh, dass er so gekommen ist. Ich habe heute Morgen mein Journal in meiner zusammengewürfelten Afrika-Sammlung gefunden. Daneben lag die zerbrochene Steinkugel in einem Tuch eingewickelt. Ich versuchte, die Kugel zusammenzusetzen, aber es ging nicht. Die Teile passten nicht zueinander, als ob sie nicht vom gleichen Gegenstand wären. Kann es sein, dass ich mir alles nur eingebildet habe? Gab es eine vollständige Kugel? Und irgendwas ist hier richtig? Auch nicht. Gut. Was mir jetzt nicht so gefällt, ich hab... Da ist immer noch dieses Kohlezeug.
Okay, ich muss da einen Weg reinfinden, vermutlich richtig. Von hier komme ich richtig. Richtig. Oh, genau sowas hier habe ich gesucht. Mal erstmal gucken, was er mir geschrieben hat. Ja. Ist irgendwie was. Da ist noch... Oh, schön. Ist hier vielleicht noch irgendwo was? Irgendwo was, ne? Juni 1839. Ich habe das Bedürfnis, diese Journey weiterzuführen, auch wenn es eigentlich nur für die Afrikanreise gedacht war. Es muss etwas sehr Wichtiges sein. Ich weiß es. Ich habe erneut versucht, die Kugel zusammenzusetzen, aber es ist schwieriger, als man denken mag. Die Teile verhalten sich merkwürdig. Sie scheinen ihre Farbe, Form und Beschaffenheit zu ändern, aber man sieht es kaum. Gestern habe ich die Teile sorgfältig vermessen und alle auffälligen Markierungen dokumentiert. Heute bestätigte sich mein Verdacht. Sie waren dabei, sich zu verändern. Ich war entsetzt und suchte sofort den besten Geologen Londons auf. Sir William Smith, ich schnitt vorsichtig das Thema an und wir sprachen darüber, wie Steine ihre Form ändern. Er erklärte mir die Beschaffenheit von Glas, wie es letztendlich in sich zusammenbricht. Wie es Eis, das langsam über Jahrhunderte hinwegschmilzt. Nach dem Gespräch mit Smith bin ich etwas beruhigt, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass die Bruchstücke Eigenschaften haben, die ich nicht von dieser Welt sind. Schön zu wissen. Ich werde jetzt aber noch mal gucken, ob hier noch irgendwo was ist. So, durch die Tür werden wir sicherlich nicht rausgehen, das wusste ich doch. Aber wir werden die Folge hier beenden und das nächste Mal weitermachen. Bis dahin, Leute.